Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier und haben ja die Ordos-Kampagne fertig gemacht, Freunde. Und da haben wir die drei Gegner am Ende ganz schön lange platt gemacht. Die Mission hat 6 Folgen gedauert. Und ja, würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal mit den Harkonnen weiter, Freunde. Ich freue mich so riesig darauf. Ach, endlich mit den dicken Dingern da reinfahren. Das wird mega geil. Und ja, falls ihr noch mal ein paar Geräusche hört, meine Frau ist gerade drüben und telefoniert, deswegen nicht wundern. Allerdings, Freunde, würde ich mal sagen, ja, fangen wir direkt mal an hier mit den Harkonnen. Die Harkonnen von Gihedi Primus haben nichts Menschliches mehr an sich. Sie bestehen nur noch aus Rücksichtslosigkeit und Brutalität. Sogar ihr Mentat ist ein Gola-Leichnam, gezüchtet in einem tleilaxianischen Meerfleischtank. Der Baron hat geschworen, den Herzogsring von Letos Finger zu schneiden. Und seine Nuklearwaffen verleihen dieser Drohung ernsthaften Nachdruck. Ja, Freunde. wie ihr merkt, ziemlich brutales Haus. Und ja, würde ich sagen, fangen wir direkt mal hier mit der Cutscene. So. Ach Quatsch, kommt ja noch gar nicht die Cutscene. Da kommt ja erstmal der Screen hier. Haus Harkonnen war zuerst da. Die schwachen Atreides sind leichte Beute. Die Ordos kommen näher. Ja, ihr hört schon. Es ist ein bisschen böswilliger hier. Das ist ein bisschen böswilliger. So, ich würde sagen, machen wir mal Spiel gespeichert. Mission 1. Zack. Und ja, dann gehen wir direkt mal in die Mitte hier. So. Durch meinen Willen allein versetze ich meinen Geist in Bewegung, durch den Saft des Sappho allein nehmen Gedanken Fahrt auf Lippen bekommen Flecken, die Flecken gereichen zur Warnung, denn durch meinen Willen allein versetze ich meinen Geist in Bewegung. Alter. Mach mal einen Punkt. Ich bin der Mentat Het. Du bist neu, richtig? Kein Herzstecker. Lass das nicht den Baron sehen. Ich werde dir ein Geheimnis verraten. Nur weil du ein unbedeutendes Staubkorn bist auf Arrakis und ich dich jederzeit ohne Folgen umbringen könnte. Es sieht zurzeit nicht so gut aus für die Harkonnen. Sollen wir uns einfach zurücklehnen und zusehen, wie der Imperators Weiß verschenkt, das rechtlich uns gehört? Klatschen, während sich die Atreides unser imperiales Becken einverleiben? Geh, hol dir einige Männer, ernte alles Beiß, das du kriegen kannst. Und exekutiere jeden, der versucht, sich dir in den Weg zu stellen. Und achte auf die Würmer. Du wärst nutzlos für uns als Leiche. Ah ja, Freunde, okay. Ja, das ist so ein bisschen so ein Schmalzlockentyp. Und ja, ich würde mal sagen, erste Mission hier, Harkonnen, wie bei den anderen Häusern auch. Wir müssen wieder Spice abernten hier. Ich blätter mal die ganzen Sachen durch, die kennen wir alle. Die Raffinerie sieht hier auch anders aus. Und ja, es gibt jetzt noch sozusagen nicht viel. Ich mal so. Genau, hört man jetzt die neuen Sounds hier. Wie sie befehlen, jawohl. ja, allerdings, Freunde, neue Mission. Ich muss noch mal. Ja, dazu sage ich gleich noch mal was. So, ich muss gleich noch mal ganz kurz einen Aufnahmecheck machen. Also bis gleich. So, Freunde, ja, da bin ich wieder. ja, das läuft alles soweit und ich habe mir jetzt mal die Armband um meine Frau hier hingelegt, weil die Frau hat mein Handy, hat sie sich genommen einfach und ja. Genau, Freunde, hört mal die Sounds. Moment. Wird gebaut. Konstruktion bereit. Die Stimme hier, die ist einfach mega, Leute. Ganz ehrlich. Der Typ hört sich einfach nur so total abgefuckt an von allem Scheiß hier. Und ja, hört mal zu. Wird gebaut, ja, sehr gut. Total abgefuckt, der Typ, ey, meine Güte.
So, Leute, hier sind Atreides-Truppen. Mach den mal kaputt. Und ja, was freue ich mich hier drauf, ey. Das wird so witzig, Freunde. Konstruktion bereit. Neue Bauoption. Das ist einfach so herrlich, Leute. Die Stimmgebung von den Hakon ist einfach die beste. Konstruktion bereit. Wird gebaut. Das ist so... Ach, Leute. Das ist einfach so witzig. Ach, das brauche ich aber auch jetzt nach dem Tag, ey. Heute war echt ein scheiß Tag, Freunde. Also, finde ich, also... Ja, der ganze Stress jetzt hier noch. Also, ich hatte heute einiges zu tun. Musste heute erstmal eine 6-Stunden-Schicht machen. Danach nach Hause fahren. Quer durch die Stadt Köln fahren. Was war noch? In zwei verschiedene Läden einkaufen gewesen, Leute. Und in beiden verschiedenen Läden waren Reis, was war es noch? Nudeln ausverkauft, Mehl ausverkauft und Milch vor allem, Milch ausverkauft. Und das ist doch bescheuert, Freunde, oder? Ganz ehrlich. Ja, und die Corona-Sache, ja, tut mir leid, wenn ich jetzt hier so ein bisschen von einem Real-Life rede, aber die Corona-Sache hat mir meinen Urlaub versaut. Und das ist nicht so doll, Freunde, das ist gar nicht toll, finde ich. Und ja, deswegen brauche ich jetzt erstmal was Entspanntes hier, ne? Und was bietet sich besser zum Entspannen an als eine erste Mission in Dune 2000, oder? Freunde. Neue Bauoption. Und dann noch so einen geilen Typen hier, der einfach nur so abgefuckt ist von allem dem. Konstruktion bereit, genau. Einfach so ein geiler Typ hier, ey. Wird gebaut. So, dann. Das machen die beiden Shrikes hier. So. Ja, und wie gesagt. Spicer wird angegriffen. Ja, ist ja gut. Der hört sich ein bisschen an wie so ein Nazi, der Typ. Keine Ahnung. Naja, egal. Ja, wie gesagt, was eignet sich besser, ne? Gut, dann würde ich sagen, speichern wir das Ganze mal ab und machen wir jetzt mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hoch, weil das... Hä? Moment, warum geht das nicht? Hey. Spieltempo. So. Und jetzt nochmal bitte. Spieltempo. Ja, jetzt. Weil wie der jetzt da die Kohle sammelt, das können wir auch im Schnelldurchgang laufen lassen. Das ist kein Ding, Leute. Kein Ding. Oh, das ist jetzt aber nicht gut hier. So, Leute. Nix da. Oh, geh mal da weg. Oh, Gott sei Dank. Geh mal da weg, da ist nämlich ein Würmchen hier. Ah ja. So, Leute. Ja, wie gesagt, es ist Freitagabend. Ja, ich habe jetzt hier gerade meinen Kaffee, weil ich bin so kaputt heute. Wirklich, ich habe ja gerade erzählt, warum. Und meine Beine tun weh, mir tut alles weh. Deswegen gönne ich mir jetzt einfach mal hier ein Schlückchen Kaffee. Also, zum Wohl. Ah, es gibt doch nichts Besseres. So, Leute. Wie gesagt, ich mache die Mission normal. Ich verkaufe hier keine Gebäude, weil das ist eher Cheaterei. Ich mache einfach nur die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hoch. Das sollte so passen, Leute. Ja, wie gesagt, also mein geplanter Urlaub, der ist jetzt leider auf unbestimmte Zeit erstmal gecancelt, beziehungsweise verschoben. Und ja, keiner weiß ja, wie es damit jetzt weitergeht, ne? Also was ist morgen, was ist nächste Woche hier in Deutschland mit dem Kack-Virus? Keiner weiß es, Leute, ne? Das ist echt doof. So, eins reicht. So. Gut, Leute, dann würde ich sagen, haben wir die erste Mission jetzt schon mal geschafft hier. Spieleinstellung. Zack. Nein, 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 speichern. Bin gespeichert. So, dann haben wir die 2500 und dann haben wir die Mission auch geschafft. Jawohl, Freunde. So, der Screen ist jetzt wieder ein bisschen laut, aber ich habe eine
Strategie gefunden, wie ich das leiser stellen kann. Deswegen, ja, sind wir jetzt Sandfloh und mit 200 Punkten. Genau. Haus Harkonnen setzte starke Truppen ein. Die Ordos haben sich Land gestohlen. Zweite Mission, wir können direkt auf Konfrontationskurs gehen, Freunde. Und ich würde mal sagen, das hier ist mir zu nah an den Ordos dran. Ich will die Ordos noch so lange wie es geht vermeiden. Und ja, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Die Aufnahme ist jetzt gerade mal eine Viertelstunde alt oder so. Dann würde ich sagen, klicken wir mal hier drauf. Die Atreides haben unsere Förderstation im imperialen Becken angegriffen. Ich persönlich, ich will auf gar keinen Fall derjenige sein, der die Nachricht über eine Niederlage dem Baron überbringen muss. Du kümmerst dich darum. Um sie, verstanden? Alle meine ich damit. Ja, machen wir. So, Typ mit den fetten Augenbrauen und mit dem blau unterlaufenen Mund, das war ja der andere von den Atreides, der war ja auch sowas, ne? Und ja, wir sollen die Atreides vernichten, Freunde. Übungseinsatz 2. Wir haben jetzt die leichte Infanterie, okay. Trikes haben wir. Ja, genau. Die Harkonnen haben nämlich keine Raider, die haben Trikes. Jetzt haben wir die Harkonnen-Kaserne. Die sieht so aus in Form eines, ja, was ist das? Ein Geistbock? Keine Ahnung. Und ja, leichte Waffenfabrik haben wir jetzt zur Verfügung. Und den Außenposten. Gut, Freunde. Dann würde ich mal sagen, da es jetzt wieder eine neue Mission ist, es tut mir leid, aber ich muss nochmal zwischenspeichern und nochmal ganz kurz einen Aufnahmecheck machen. Also bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. ja, passt soweit, ne? Und ja, Konstruktion bereit, genau. Und ja. Wir sind jetzt hier in der zweiten Mission, sollen die Atreides platt machen. Genau, wird gebaut. Ja, und dann würde ich sagen, erkunden wir mal ein bisschen hier die Map. So. Ja gut, dann macht die mal kaputt da. Los. Den kriegt ihr, bevor der einmal schießen kann. Sehr gut. Bleibt immer hier stehen. Ja. Wie gesagt, zweite Mission hier. Packe ich alles nach wie vor in die erste Folge. Ja. Neue Bauoption. Ach, ich liebe das. Das ist witzig. Das ist witzig. So, Leute. Wie viele Minikum kommen wir hier unten hin? Ich sehe doch da, dass der Sack da schon wieder Verstärkung kriegt. Ja. Zwei Minikum, Leute. Oh, hier ist Sue. Okay. Und dann? Konstruktion bereit. Zack. So, Kaserne. So. Ihr macht die kaputt, ne? Der kann doch nicht mal einmal schießen. Und der Stichpunkt wird angegriffen. Das ist so lustig. Ach, das ist einfach so. Ja, ich hab Spaß hier, man merkt's wahrscheinlich, ne? Aber es wäre ein Let's Play ohne Spaß, ne, Leute? Vor allem hier bei so alten Klassikern. Also das ist ja wirklich... Ja. Richtig gut. Für den Baron, Leute. Genau, wir kämpfen... Als Harkonnen kämpfen wir für einen Baron. Okay. Ja, versucht das. Ey. Ja, dann helft mal bitte. Kein Bock, einen Mannequin zu verlieren hier. Verdammt nochmal. Ja, dann helft halt. Einheit verloren. So, alles klar, Leute. Neue Bauoption. Wer gebaut? Ich mach's einfach so gerne nach, das tut mir leid, aber die Stimmen hier, die sind wirklich unbeschreiblich. Unbeschreiblich gut, ey. So, dann mach den mal kaputt da. So, Leute. Jo, und wie geht's euch so? Mir geht's, wie gesagt... Ja, eigentlich gut, aber es ist halt, ne, im Moment viel Stress bei mir und Flüge canceln und umbuchen und
Scheiß Corona, wirklich. Das ist halt einfach, ja, momentan eine besondere Situation. So, genau, dann hier, zack. Ich baue direkt mal einfach mal ein paar Minikin hier zur Verteidigung. So. Einheit bereit. Ja, genau. Oh. Oh. Okay. Stützpunkt wird angegriffen. So. Einheit bereit. Voll abgefuckt. Wirklich. So. Hallo? Macht ihr den mal kaputt? Das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. So, Leute. Einheit bereit. Wird ausgebildet. So, Leute. Es geht mal weiter. Wir bauen als nächstes die Radarzentrale. Einheit bereit. Konstruktion bereit. Oh Mann, Leute. Hakon einfach. Ach du Heilige. Was kommt denn da alles an? Ist das schwerer? Ja, dann zieh die voll in das Feuer hier rein. So, dann macht ihr die mal alle nacheinander kaputt, ja? So. Sobald die kommen da. Die schafft ihr, ne? Einheit verloren, ja, Einheit bereit. Genau. So. Gut. Das andere Trike ist ja da, ne? Einheit bereit. So. Leute. Ja, wie gesagt, hier sind zwei Mannequin wieder. Die können wir schön abfangen. So, wenigstens einen. Okay. Und dann baue ich jetzt mal die Radarzentrale. So. Ja, ich habe jetzt hier eine praktische Armbanduhr hier liegen. Das ist... Oh Gott, was macht ihr denn? Was ist das denn? Was soll das denn? Okay, dann bauen wir jede Menge Mannequin zur Verteidigung, ey. Was soll das denn? Wie viele Einheiten? Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. So. Dann mach die mal kaputt da. Alter Schwede. So. Ja. Hakon, kann sein, dass das ein bisschen schwerer ist, ne? Zweite Mission und dann schon so viele Einheiten. Das ist schon krass, muss ich sagen, ja? Wird ausgebildet. So. Die schafft ihr dann. Okay. Gut, Leute, dann baue ich danach die leichte Waffenfabrik. Und dann haben wir es auch mit der Basis wieder. Konstruktion bereit. Sehr schön, Leute. Dann würde ich ab jetzt mal sagen, speichern das Ganze. Und die Spielgeschwindigkeit hoch. So. Und hier oben nehme ich die kleine Waffenfabrik hin. Kleine Verteidigung habe ich ja jetzt hier stehen, ne? Ah, die schießen auf den Wurm da. So. Ja, der hat keine Chance hier. So. Dann bauen wir die kleine Waffenfabrik. Drei Mannequin. Okay, nicht schlimm. So, da ist der Wurm. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, können wir jetzt die Trikes bauen für einen Angriff. So. Hallo? Ja, der kann ruhig wegkriechen, das ist kein Problem. Oh Gottes Willen. Da ist ein Wurm. Geh mal weg da, Sammler. Nicht vom Wurm. Ja, auch gut. Einheit bereit. Oh Mann, Leute. Zack, zack und zack, Sammler. Ja, Leute. Schon sehr gut, ja. Wir haben schon drei Trikes für einen Angriff. Zu wenig Geld. Ja, ich weiß. Ach, Mensch, Leute. So. Alle bereit. Ja, der Typ ist mega abgefuckt, ey. So. Aber das hat ja gerade so Charme, nämlich an den Hakon, ne? Dieser abgefuckte Typ da, der hat alles kommentiert. Ja, das ist schon... So, sehr gut. Ja.
haben wir jetzt in dem ersten Part schon die ersten beiden Missionen quasi fertig, ne? Ich habe jetzt noch 10 Minuten für den Part und derzeit schaffen wir die Mission definitiv. Wenn ich jetzt hier nämlich meine 20 Strikes oder so habe, dann, ja. Der sammelt immer hier diese braunen, ne? Ja gut, dann sammel halt da. Die geile Mucke hier, ey. So, 7 Chikes habe ich schon. Ich brauch glaube ich 20. So. Dann bauen wir nochmal die Verteidigung nach. So, so, zack, zack. Zack. Leute! Könnt ihr mal ein bisschen besser gut sein hier, oder was? Geht das vielleicht? So, Mann. Dann stellt ihr mal die 5 Mannequin dahin, so. Und Sammler, du sammelst mal bitte schneller. Danke. Ja, die wuppen das hier. Das ist kein Ding, Leute. Die machen das schon. So, und... ja, was freue ich mich hier wirklich drauf. Also ich freue mich schon richtig mit den dicken Dingern da... in die Basis reinzufahren. Ach, das wird herrlich, Freunde. Das wird herrlich. So. 10 Trikes habe ich. Alles klar, 11 da. Okay. Der 12. wird auch schon halb fertig. Das ist gut. Sehr wenig, ey. Lustig. Ah ja, die Stimme, die ist schon unbeschreiblich. So. Gut. Für den Baron. Jawohl. Gut. Weiter geht's. Ja, bitte neue Anweisungen. Anweisungen, ja. Ja, wie gesagt, also, meine Frau telefoniert drüben. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ihr so eine Stimme im Hintergrund hört. In einer fremden Sprache. Und ja, darauf würde ich mal sagen, Schlückchen Kaffee auf euch hier. Ich muss wieder Mannequin nachbauen hier. Na gut, dann mach das mal. So. Wird ausgebildet. Als ob wir nicht verstehen, was der sagt, ey. So, dann stellen wir da hin und da haben wir wieder Verteidigung nachgebaut. So. Verdammte Mannequin hier. So. Oh, da habe ich aber Glück gehabt gerade. Dass er nicht den Sammler gefressen hat, der Würmchen. Das Würmchen. So, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 4 Stück noch. So. Na bitte neue Anweisungen. So. 3 Stück. Gut. Einheit bereit. Dieser Typ, ey, Leute. Es ist einfach so krass. So. So, wie viel brauche ich jetzt noch? 3, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 18. Danach noch einen. Ah, das passt nicht ganz, ne? Gut, dann sammel da ein und fahr wieder zurück. Damit der schnell fertig wird und dann kann ich auch schon angreifen gehen. Ja, dann passt das auch so ziemlich genau mit dem ersten Part hier. Und da kann ich mal Team 1 machen. Oh. Wo? Ach, hier unten, okay. Ja, da unten kann er ruhig sein, das ist kein Problem. Dann fahrt ihr mal hier hin, bitte. Spielchen speichern natürlich, ist klar, nicht vergessen. Und, ja, würde ich mal sagen, baue ich von dem Rest des Geldes mal ein paar Mannequin hier. So, was haben wir denn hier? Da ist die... Okay, alles klar, Spielgeschwindigkeit runter. So, Leute. Dann macht man die ganzen Strikes hier im Arsch. So, da ist nämlich der Atreides-Typ. Okay, Leute. Dann machen wir die Basis hier platt. So, jetzt könnt ihr das mal sehen. Das Radar sieht hier so aus. Bei der Konten sieht das so aus. Es sieht nämlich anders aus, je nach Haus. Und das finde ich sehr geil gemacht. So, Leute. Dann machen wir die kaputt und dann haben wir hier noch. Ja, ist ja relativ easy gewesen, ne? Das war ja wirklich nicht viel. So. Mach mal die Mannequin hier platt, los. Mach mal Wachdienst.
Ah, reicht, war schon, okay. Das war's schon. Ja gut, alles klar, Leute. Batsch. So, Bauhof. Und den haben wir auseinandergenommen, Freunde. Schade, die geile Mucke fängt jetzt gerade erst an, aber ja, ist egal. Da haben wir die Mission schon vorher geschafft. So, Leute. So, dann einmal nochmal kurz zwischenspeichern. So, alles klar. Dann würde ich mal sagen, Batsch. Ja, und das ist jetzt der Mannequin und... Nein! Ach, der Sammler, ne? Der hat wahrscheinlich noch einen Sammler hier irgendwo. Ein Mannequin. Was ist das jetzt? Nee, auch noch nicht. Okay, Spielschein speichern. So, dann hier. Das Mannequin, oder? Jetzt war es das. Boah, ich dachte, das wäre abgestürzt, ey. Boah. Okay, Leute. Sehr gut. Also, wir haben 162, der Gegner hat 63. Oh, wir sind jetzt Sandkrieger mit 387 Punkten. Sehr schön, Leute, sehr schön. Aus Atreides rückte gegen die Harkonnen vor. Atreides, ja, genau. Wir sind jetzt im Hauptfokus hier gegen die Atreides, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen, Freunde, ja, haben wir die ersten beiden Missionen schon mal gewuppt und... Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit der dritten Mission wieder. Ne? Tschüss.